Delta lieferte die Wechselrichter für ein 12 Megawatt Solarprojekt in Mios, Frankreich, das von Deltas Partner Gatterson geleitet wurde. Der Solarpark liegt inmitten einer 2500 Hektar großen Pinienplantage. Im Jahr 2009 hatte Orkan Klaus die Pinienplantagen der Region weiträumig beschädigt. Die entstandenen Schäden haben den Besitzer dazu veranlasst, seine Einnahmequellen zu diversifizieren und zu stabilisieren. Hierfür wurde eine sturmsichere Solaranlage installiert, deren Solarenergie in das Stromnetz eingespeist werden kann. Gatterson begann am 1. Juli 2017 mit der Planung und Errichtung des 12 Megawatt Solarparks namens Codos 3. Die Delta-Wechselrichter M88H wurden aufgrund ihrer 88 kV-Ampere Ausgangsleistung und ihres Wirkungsgrads von 98,8% ausgewählt. Aufgrund des Küstenklimas und des regenreichen Winterwetters am Standort ist die Schutzklasse IP65 des Wechselrichters ein entscheidender Aspekt. L'architektur électrique joue un rôle primordial dans la conception d'une telle installation et l'onduleur un rôle central. Après avoir essayé une multitude de configurations, nous avons arrêté notre choix sur la solution M88H de la société Delta, qui nous permet d'atteindre une solution optimisée tant d'un point de vue des coûts de construction que des charges liées à la maintenance. Delta nous a fourni un accompagnement de haute qualité tout au long du projet, de la phase de conception jusqu'au service après-vente, et c'est avec grand plaisir que nous renouvellerons notre collaboration tant sur des projets en France qu'en Afrique. 132 M88H Wechselrichter wurden in diesem 12 Megawatt Projekt installiert. Darüber hinaus unterstützte Delta die Inbetriebnahme des Projekts durch Schulungen und Supportleistungen. Delta und Gatterson schätzen diese erfolgreiche Zusammenarbeit sehr. Le groupe Delta a eu la chance d'être choisi par Gaïtason pour ce projet qui continue d'être une des plus grandes centrales en France réalisées à l'aide d'onduleurs décentralisés. Expérience concluante après un an pour chacune des deux parties. Expérience qui laisse présager de nouveaux projets tant en France qu'en Afrique dans les mois et les années à venir. Der Solarpark Codos wurde am 18. Januar 2018 eingeweiht. Die jährliche Stromerzeugung beläuft sich auf 15,1 Gigawattstunden. Das ist ausreichend Strom für 5600 Haushalte. Dank dieses Projekts erreichte der Plantagenbesitzer eine Aufwertung seiner Ländereien. Delta ist stolz darauf, bei Gattersons Solarparkprojekt Codos 3 mitgewirkt zu haben. Dieses Projekt zeigt, dass Geschäfts- und Umweltziele vereinbar und rentabel sein können.